We discovered the old town of Ibiza and finally start our way to Valencia with the first shopping for our crossing. Yesterday night our new crew arrived. It's not the best weather for our first sail, but we want to leave the marina for a while. Neues Crewmitglied wird direkt zur Arbeit versklavt. Ja, Hauptsache wir beschließen eine Runde segeln zu gehen mit unserer neuen Crew an Bord, um uns ein bisschen das Boot ein bisschen kennenlernen können. Und jetzt kommen die ganzen Segelschulen zurück, weil es sich gerade ganz schön zusammenzieht und ein bisschen nach Regen aussieht. Aber naja, wir haben ja alle Gott sei Dank eine Regenjacke. Es wird schon. Ja, es fängt schon wieder an zu regnen und wir sind jetzt auf der Suche nach einem leckeren, typischen spanischen Restaurant. Weil unsere beiden Gäste, Gabi und Klaus, die Gabi da ein bisschen Probleme mit den Schultern und verträgt das alles nicht so gut. Deswegen reist sie leider morgen schon wieder ab nach einer, ob sie sonst zwei Nächte. Und jetzt wollen wir uns einen schönen Abend in Valencia machen. Mal gucken, ob wir Glück haben und ein nettes, kleines, typisches spanisches Restaurant finden. Du guckst gerade, als wenn ich irgendwie einen Mietvertrag durchlesen würde, das wird irgendwas Kompliziertes. Das ist auch sehr kompliziert, wenn ich ein kleines, ein mittleres oder ein großes Bier nehme. Du bist Kölnerin. Ja, alle kennen die Antwort. Du bist Kölnerin. Du bist ein kleines Köln. Aber ich bin hier Trinker. Ich dachte, ich habe nicht ein kleines. Bei euch wird es auf jeden Fall Paella, oder? Ja, bei uns wird es Paella. Jo. Paella Valenciana. Auf dein Kurs, aber schon kommt es mit Aufwand. Definitiv. Yes. Cheers. Alla salute. Alla salute. Wir sind startklar und verlassen die Marina Valencia. Ja, leider hat sich unsere Crew halbiert und Klaus ist jetzt noch eine Woche bei uns. Jetzt ist natürlich für ihn auch ein bisschen traurig, dass seine Frau jetzt nicht dabei sein kann und das Segelerlebnis nicht mitgenießen kann. Aber wir schauen mal, dass wir ein bisschen aufgemuntert kriegen und uns trotzdem eine wunderschöne Woche machen. Und dir, Gabi, nochmal eine gute Besserung. Ja, danke für die Dusche, Fräulein. Was hat denn schon damit zu tun, wenn ihr euch hier so ein Wellenbad begebt? Macht was. Bäh. Die rote im Hänger. Noch ein bisschen feucht. Erkältungswetter, ne? Ja, ein bisschen. Ich übernehme.
So, wir sind jetzt auf dem Weg von Valencia nach. Wohin fahren wir nochmal, Nina? Nicht Almeria, sondern Alicante, genau. Also wir sind auf dem Weg von Valencia nach Alicante. Und heute hat das Wetter ist gut mit uns gemeint. Das heißt, wir haben tolle Sonne, wir haben tollen Wind, 20 Knoten von 90 Grad. Und wir bügeln aktuell bei, naja, ich sag mal, ein Drittel Segel haben wir mit über 8 Knoten durch den Levant. Haben auf jeden Fall einen Mordspaß, weil dass das Wetter heute so gut wird, damit haben wir echt nicht gerechnet. Ja, am Ruder steht Klaus und ich glaube, auch er hat dabei ein bisschen Spaß. Zumindest sieht er sehr zufrieden aus. Noch ungefähr eine Stunde Fahrt und dann haben wir unser Ziel für heute erreicht, dass da eine Flussmündung ist. Und ich hoffe, dass wir in der Flussmündung ankern können, beziehungsweise anlegen können. Laut Karte ist da so ein kleiner Yachthafen, beziehungsweise ein Sportboothafen. Und mal gucken, vielleicht lassen wir uns da hin. Der Captain hat ja manchmal so die eine oder andere verrückte Idee und heute auf dem Programm steht, wir fahren einen Fluss mit der Trampi hoch und gucken, ob wir dort irgendwo anlegen können. Ja, öfter mal was Neues. Unter uns sind noch 2 Meter. Also eigentlich passt das grundsätzlich. Planänderung. Dafür, dass wir hier mitten im Fluss mit der Marine andocken wollen, wollen die Herren von uns 50 Euro haben. Ja, dann gehen wir doch lieber draußen ankern, ja? Another bumpy night on the anchor. That's part of the sailing life too. Wir sind jetzt vor 2 Tagen in Valencia abgefahren, Richtung Süden und langsam auf dem Weg eben halt Richtung Malaga. Hatten jetzt, ja, so, ich sag mal, durchwachsenes Wetter, sprich eigentlich war es gutes Wetter, ein bisschen Regen, ein bisschen Wind, ein bisschen Welle, von allem ein bisschen, aber ich sag mal so, für Mitte Oktober ist das eigentlich nicht anders zu erwarten, von daher kann ich mich nicht beschweren. Was komisch ist, dass man langsam hier auf den ganzen Stegen alles nur noch verwaiste Boote sieht. Und tatsächlich merkt, ja, die Saison ist vorbei. Die Eigner sind dabei, ihre Boote einzumotten. Und die, die unterwegs sind, das sind eben halt irgendwelche Leute auf Langfahrt. Aber die Chartersaison ist definitiv vorbei. Wir genießen jedenfalls noch die Zeit. Zwischendurch ist es auch nochmal sonnig. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 13. Oktober oder 14. Nee, 16. Oktober haben wir heute schon. Das heißt, die nächsten 14 Tage werden noch ein bisschen Durchstrecke. Dann sollten wir in Malaga bzw. halt Gibraltar sein und anschließend auch bei einem passenden Wetterfenster machen wir uns auf den Weg zu den Kanaren. Ja, so der grobe Plan. Alles los, kein Bock aufzustehen. Hast du mal rausgeguckt? Ja, sicher. Es regnet, es ist keine Sonne da, es ist kalt und ich will in die Karibik. Ich will an den Strand. Wie ist keine Sonne da? Super Sonne.
Da gerade Sonnenaufgang. Okay, in die andere Richtung sollte man jetzt nicht zwingend gucken. Das ist nicht so schick. Dass ich eine kleine Wasserratte bin, das haben wir ja mittlerweile gelernt. Und der Mario meint immer noch, dass er mich mit irgendwelchen komischen Herausforderungen irgendwie ja, zum kleinen Beigeben kriegt. Na, es ist jetzt den ganzen Tag Regenjacke angehabt, die Sonne kommt gerade raus und jetzt kam er gerade mit so einer schwachsinnigen Idee. Wir sind gerade noch am Ankern. Kam gerade mit der schwachsinnigen Idee, dass ich mich nicht mehr trauen würde, jetzt bei diesen Jahreszeittemperaturen einmal ums Boot zu schwimmen. Wetteinsatz ist, wenn ich es mache, kriege ich bei der nächsten Gelegenheit eine Runde Sushi. Also ab in den Bikini und einmal um das Boot schwimmen. 22 Grad Wassertemperatur. Ist immer noch wärmer als jedes deutsche Schwimmbad. So sehen Sie wieder. Du bist echt sowas von krass. Andererseits, deine Haare brauchen auch tatsächlich ein bisschen Wasser. So sehen Sieger aus. Schalalalala. So sehen Sieger aus. Schalalalalala. Also das Wasser ist echt warm, aber hier draußen kommen und stehen mit dem Wind, das ist eher nicht mehr so richtig schön. Wir haben auch den 16. Oktober. Komm, kannst du nicht meckern. Das ist ein ausschlaggebendes Argument, da hast du natürlich recht. Ich weiß. Und ich bin die Coolste. Einer mutiger hier als der andere. Eins, zwei, drei! Ja. Ist super, oder? Sag ich doch. Ja, der Captain braucht noch erstmal seinen Mutjägermeister. So, nachdem ich mir jetzt mein Sushi verdient habe, der Klaus auch total mutig ins Wasser gegangen ist, ne? Der Captain. Du bist ja da oben. Der Loser hat sich immerhin schon mal eine Badehose. Das ist nur im ersten Moment eisekalt. Ja. Ist überhaupt nicht eisekalt. So, ich habe den Kopf am Eisberg gestoßen. War nicht so schlecht. Wenn du dir deinen Kopf an dem Eisberg gestoßen hast, ne? Hä? Ich habe unten noch Limetten und ich habe Kassascha. Bring mal die Eiswürfel mit. Mach uns ein paar Kaipis. Mal essen und danach in der Stadt. Irgendein Plan. Was gibt's denn? Bratschinken. Einmal salzig mit Schinken und Frischkäse und Salami und Frischkäse und hier ist Marmelade. Frischkäse. Und schmeckt? Muy bien. Das war der Qualitätscheck für mich, dachte ich. Hm. Muss ich einen eigenen nehmen. Das heißt, wenn ich nach Mannheim komme, kriege ich einen Haschen. Mit anderen Worten, also ich weiß jetzt auch. Also der weiß Haschen. Ja, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, einmal gemacht. Das ist deine Interpretation. Ja, mal so, weg, bitte schon. Bei Sonnenschein macht das gleich mehr Spaß, oder? Aber sowas von. Und wir möchten heute, wenn es klappt, noch Alicante erreichen. Du fragst dich wahrscheinlich jetzt, was wir schon wieder hier am Fummeln sind. Das kannst du sagen. Und zwar bauen wir einen zusätzlichen Startschalter ein. Das heißt, in den Handbüchern bzw. in den Seglerforen steht, dass diese MDI-Box am Volvo Penta zwischendurch mal die Grätsche machen kann. Das heißt, dass eine Kontrolleinheit
die im Grunde genommen prüft, ob er startet. Und die kann schon mal ausfallen. Und man kann natürlich den Motor überbrücken. Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage fürs Protokoll. Okay, Klaus ist da. Und warum machen wir das jetzt ausgerechnet, wenn Klaus da ist? Weil Klaus die Ahnung hat. Klaus hat jahrelang bei einem großen deutschen Automobilkonzern gearbeitet und er kennt sich mit Motoren bestens aus. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann können wir ihn immer anrufen und dafür verantwortlich machen? Natürlich, sowieso. Das heißt, wir müssen ihn immer einfliegen lassen, wenn irgendwas nicht stimmt, oder? Einmal Bahamas, bitte. Auf das Lassen lege ich großen Wert. Einfliegen lassen. Jetzt mache ich das natürlich so, dass es in 6 Wochen ausfällt. Hey, wann seid ihr auf den Bahamas? Ja, genau. Es dauert noch ein bisschen länger, ja. Und dann, 10 Wochen. Ich freue mich auf das Tingle. Okay, ich hole den Feuerlöscher. Ist klar. Ja, so. Hallo, Feuerlöscher. Profis am Werk, was sollen die schaffen? Bei 3 Meter Wassertiefe brauchen wir keinen Feuerlöscher. So, ja, Strom. Haben wir Strom an? Strom habe ich eben angemacht. Ne? Und? Hier ist der Knopf. 3, 2, 1. Respekt, Jungs, Respekt! Und wie immer, wenn der Mario mal eben eine Kleinigkeit erledigen will. Jetzt 2 Uhr oder so. Chaos, Chaos, Chaos! Tja, liebe Freunde, es geht eine schöne, ereignisreiche Woche zu Ende. Es war schön mit den beiden, es war wunderschön, ja. Ich kann es mir nochmal wiederholen, ich habe mich immer wohl gefühlt. Auch wenn es mir nicht immer so optimal erging, von der körperlichen Stabilität her bei dem Seegang, bei der Dünung. Nichtsdestotrotz, ich für mich selbst und für meine Frau, die leider nicht bis zum Ende dabei sein konnte, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mit Seatramp wiedersehen. Darauf freue ich mich schon heute. Ich darf den beiden immer noch ein Breit Wasser unterm Kiel, ganz viel Gesundheit. Und was wünsche ich noch? Dass sie das Lachen und den Humor nicht verlieren. Tschüss. Dass wir uns immer weiter zanken. Ciao. See us next time when the conditions getting rougher, Lena joins us again and Mary finds another great place to anchor.